Endlich habe ich eine Axe gedroppt, One-Hand-Axe. Zwar leider Queens, was wahrscheinlich nur mal die Hälfte von dem, was. Naja, gut, okay, die Hälfte wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger wert als Lutsaka. Aber trotzdem endlich eine One-Hand-Axe gedroppt, was ziemlich nice ist. Freut mich richtig. Hier der Beweis. Super nice. Aber, wie gesagt, leider keine Lutsaka, aber egal. Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FLIVE, mal wieder mit dem Psykeeper und ich entschuldige mich jetzt schon für alle Framedrops. Mit drei Echsen, es funktioniert einfach gar nicht mehr. Es fuckt mich so hart ab, weil es ist einfach immer irgendwas bei mir. Also es ist wirklich, es seit Jahren, ja, habe ich, also ich hatte jahrelang nie Probleme und jetzt seit Mitte 2015 ist eigentlich jede Woche ist irgendwas an meinem PC entweder kaputt oder irgendwas geht einfach nicht mehr so, wie es gehen sollte. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Alter. Bei mir, das ist einfach, es ist so unglaublich. Ich habe so viel Geld für den PC ausgegeben und nach 2 Jahren macht er schon solche Faxen. Also er hat 2 Jahre gut funktioniert und seitdem, ey, geht es nur noch bergab. Also wirklich, es ist so krass. Neue Festplatte gekauft und es hilft einfach nichts. Es bleibt einfach so scheiße und wird wieder schlimmer, ja. Ich meine, ich habe wirklich, ich habe dreimal FLIVE offen und nichts. Ich habe gerade im Taskmanager, ich habe alles beendet, was irgendwie noch im Hintergrund an war. Ich habe sowieso schon in meinem Startmanager alles weg, außer wirklich die Sachen, die Windows startet, ja, die starten müssen, damit der PC überhaupt geht und so und Antivirenprogramm halt. Aber wirklich, ich minimale Dinger, ja, mit 16 GB Arbeitsspeicher und das Scheißteil kackt bei drei FLIVE-Exen zusammen. Beziehungsweise, okay, gut, die Aufnahme läuft natürlich noch, aber ja, es, ich meine, es war früher nie so. Also es regt einfach nur noch auf, ja. Und wie gesagt, der ganze andere Scheiß noch. Ich habe mein PC schon 4-mal neu aufgesetzt, was ich glaube noch kein Mensch hat so oft sein PC innerhalb von 2 oder 3 Monaten 4-mal neu aufgesetzt. Also es ist einfach nur krank, Alter. What the fuck, ey. Weil mich treibt mich nicht auf ominösen Webseiten rum. Ich habe nur ungefähr 5 Spiele installiert. Ich habe, also wirklich, ey. Und es ist trotzdem, es ist, ich weiß es nicht, ey. Anscheinend bin ich einfach zu dumm dafür, das zu verstehen, aber ja, vor allem, jetzt mache ich alles besser als früher. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Vielleicht habe ich ihn jetzt schon so hart geschunden. Alles klar, Alter. Standbild permanent oder was? Holy shit, ey. Also das Lustige ist halt, bei mir läuft es flüssig. Es ist halt nur die Aufnahme verbuggt. Was halt einfach daran liegt, dass es nicht flüssig aufnehmen kann, weil halt durch die hohe CPU-Auslastung kann das OBS nicht so aufnehmen, wie ich es sehe, sondern halt nur so verframe droppt. Aber ja, ich soll euch hier nicht die Ohren voll heulen. Das heißt, das Schlimmste ist sogar, ich muss Dela offline tun, weil das Problem ist, ich habe gerade eine eigene Party am Starten. Ich wollte die nicht verlieren, deswegen habe ich sie von meinem Ranger auf meinen Psy rüber getradet. Das heißt, Dela müsste tatsächlich offgehen, weil der kann ja nicht in die Party, sonst kriege ich keine XP. Das heißt, ja, dann hätte ich keine Buffs mehr, beziehungsweise müsste ich mich halt buffen. Die halten ja 16 oder 20 Minuten oder so. Aber trotzdem, fuckt mega hart ab. Ich meine, es geht noch, es ist jetzt nicht permanent, aber es reicht, wenn es alle 10 Sekunden mal kurz ist. Das reicht schon, also ja, egal. Ihr habt jetzt ja vorher den kleinen Ausschnitt gesehen. Ich habe endlich eine One-Hand-Axe gedroppt, also wirklich, ich meine, es wurde jetzt langsam mal Zeit, weil ich habe jetzt wirklich jede Waffe so oft gedroppt. Also ich habe jetzt noch ein Jojo gedroppt, noch ein Knuckle gedroppt, plus die beiden Sticks. Also ich habe jetzt gleich 4 oder 5 Sticks insgesamt gedroppt, dann 3 Wands, 2 oder 3 mal Big Sword und also alles einmal und viele Sachen doppelt bis dreifach, auch schon 2 Bows. Eigentlich habe ich alles doppelt gedroppt. Knuckle habe ich ja auch schon 2. Einmal Lutsaka, einmal Queen. Ich habe alles schon doppelt gedroppt. Außer Sword und Axe tatsächlich. Es ist echt ein Joke. Und Axe hat jetzt überhaupt heute zum ersten Mal. Und dafür, dass ich es überhaupt mal drop, hat es ein Doppel-Drop-Event und Party-Skills benötigt. Also, es ist crazy. Ich meine, sie ist nicht seltener, aber es gibt anscheinend einfach Leute, die droppen sie und es gibt Leute, die droppen sie halt selten. Extrem selten. Beziehungsweise fast gar nicht. Aber egal, ich habe endlich eine. Auch wenn ich, wie schon gesagt, leider keine Lutsaka bekommen habe, aber ich sag's mal so. Besser die Axe oder überhaupt eine One-Hand-Axe als gar keine. Von daher bin ich darüber jetzt nicht so enttäuscht, also Hauptsache man hat er nicht einen. Da geht es eigentlich mehr ums Prinzip, als um welche Waffe es jetzt genau ist. Auch wenn es wirklich ein paar hundert Mio Unterschied sind im Wert, aber naja. Ich meine, besser ist noch ein Stick, sagen wir es mal so. Von daher passt es schon. Genau. Und wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, habe ich
deswegen den Psy am Start, wegen dem, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, nicht wie ihr schon mitbekommen habt, das wird irgendwie keinen Sinn ergeben. Den Psy am Start, da ich ja mit meinem Ranger sowieso nicht unbedingt leveln will, also natürlich, ich kriege da relativ viel XP, wobei eigentlich nicht mal, weil ich mache meine Level jetzt, meine Partys jetzt auf Level, leider habe ich keinen Party-Lead, mein Offline-Ranger ist gerade Party-Leader, alles klar, vielleicht mal wieder vom Allerfeinsten. Und es dauert halt, keine Ahnung, 20, naja, 20 dauert es nicht, aber es dauert mindestens 10 bis 15 Minuten, bis der automatisch lief sozusagen. Und ja, ich meine, ich habe mir Lead halt nicht gegeben, als Dela noch Lead war, das war der Fehler, aber normalerweise kann Offline auch nicht Lead sein. Und mein Level 1 Backwind war ja in der Party, weil sonst wäre die Party ja gar nicht mehr da. Deswegen ist das, ist relativ behindert. Und fuckt mich auch mal wieder ab. Aber naja, wie gesagt, wenigstens ist es nicht 24-7 Framedrops, von daher geht's noch, aber ich wüsste echt mal gern, was los ist. Also, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir einfach 32 GB Arbeitsspeicher kaufen. Vielleicht ist die Auslastung einfach doch zu hoch. Ich meine, man muss zugeben, ich habe schon einiges von dem PC abverlangt. So ist es nicht. Also vor allem früher, Festplatte eigentlich bis zum Brechen voll, weil es ja dann mehr auf die Festplatte geht, aber trotzdem Arbeitsspeicher wäre auch betroffen und ich hatte im Hintergrund so viel Scheiße teilweise offen. Ich meine, da hätte ich es verstehen können, wenn irgendwas gewesen wäre, ja. Wobei damals wusste ich das auch noch nicht, dass das vielleicht auch nicht so gut ist, wenn man das eben so macht. Festplatte zum Brechen voll, 5 Spiele gleichzeitig offen und so ein Scheißdreck. Ich meine, jetzt technisch gesehen habe ich auch 3 Spiele gleichzeitig offen, aber ja, ich sag mal so, Flife ist nicht gerade das anspruchsvollste Spiel, eigentlich, aber naja, anscheinend schon. Anspruchsvoller als alle anderen Spiele in Full-HD-Auflösung und Flife hat nicht mal HD-Auflösung, also ja, von daher weiß ich nicht genau, was das soll, aber egal. Dennoch ist es einfach noch mega nervig und ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich habe mir sowieso schon mal überlegt, auf 32 zu upgraden, aber es ist halt erstens mal schweineteuer und zweitens, eigentlich reichen 16, weil kaum einer hat 16. Also wenn ich mal so rumfrage von Leuten, die ich kenne, kein Schwein hat 16. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der 16 GB hat. Deswegen, keine Ahnung, 500 Euro ausgeben, damit du 32 hast, was dann in 5 Jahren vielleicht mal irgendjemand anderes hat. Also außer jetzt jemand, der auch halt Videos rendert oder einfach nur einen so krassen PC hat. Aber ich meine jetzt mal so, die normalen Leute und vor allem die noch, wo noch zur Schule gehen, also die, wo jetzt Abitur machen, wo genauso alt sind wie ich, aber halt immer noch zur Schule gehen, die haben halt gar keine Kohle für so einen Scheiß. Wenn du arbeitest, ist ja ein bisschen was anderes. Aber trotzdem ist es Geld ist Geld und ich meine, es kostet halt ein paar hundert Euro. Also 500 wahrscheinlich nicht, gibt sicherlich mittlerweile schon billigere, aber ja, egal. Soll nicht wirklich Thema dieses Videos sein. Was Thema des letzten Videos gewesen sein sollte, also ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so war, aber ich habe jetzt wieder einen Bug, deswegen bin ich noch mehr pissed, ja, also nicht nur wegen den Framedrops, sondern auch wegen meinem Mikrofon, weil jetzt schon wieder diese Meldung kam von Windows, wie als ich auf Windows 10 geupgradet habe mit meinem alten Mikrofon, als das ja so gesponnen hat und immer so kurze Aussätze hatte, von ein paar Sekunden, alle 3-4 Minuten, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, war relativ nervig. Hatte ich auch über einen Monat lang, weil ich ja nicht wusste, woran es lag, bis ich darauf gekommen bin, dass es wirklich das Mikrofon ist. Weil es kommt immer diese Meldung, das letzte USB-Gerät, das sie an den PC angeschlossen haben, wurde nicht richtig erkannt. Klickst du drauf und nichts passiert, weil es dir nicht angezeigt wird, welches Mikrofon es ist, welches USB-Gerät es ist. Da aber alles funktioniert, das Mikrofon auch angezeigt wurde, ja. Maus geht, Tastatur geht, beide Bildschirme gehen, Boxen gehen, wobei Boxen sind nicht mehr über USB angeschlossen. Was ist noch USB? Ja, Bildschirme sind nicht mehr USB, ist ja totaler Schwachsinn. Ja, also es geht alles, was angeschlossen ist, deswegen hat es einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Und das Mikrofon ging ja auch. Es hat dann nur diese kurzen Aussätze gehabt, also total nervig. Und jetzt war die Meldung eben seit vorgestern, ist sie wieder da gewesen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich habe wieder alles überprüft, alles ging. Ich habe alle USB-Dinger neu eingestöpselt, Meldung war trotzdem da. Deswegen, ja, aber ich meine, was willst du machen, wenn alles geht und die Meldung einfach nur kommt? Ich meine, was willst du machen, außer zu ignorieren? Deswegen habe ich es auch ignoriert, aber dann gestern, als ich das Video rendern wollte oder beziehungsweise gerendert habe, habe ich mir schon so gedacht, warum ist das Mikrofon plötzlich so leise? Ich habe nichts verändert und plötzlich ist es einfach so extrem leise und hat sich auch irgendwie minimal anders angehört. Also ich bin erstaunt darüber, dass die Qualität so gut war. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Standardgerät, also Standardmikrofon von meinem PC, meine Webcam, also wenn eben mein anderes Mikrofon, das ich jetzt gerade benutze, nicht erkannt wird oder nicht richtig angeschlossen ist, so wie es Windows sagt, dann wird automatisch auf meine Webcam gewechselt. Level up. Nice. Ups. Ich habe auf Nein gedrückt, alles klar.
Und davon sollte die Qualität eigentlich relativ bambushaft sein, weil was kann eine Webcam schon für ein geiles Mikrofon haben? Also ich meine, das ist eine Logitech-Webcam und die war auch nicht ganz billig, glaube ich. Also 50 Euro hat die, glaube ich, schon gekostet. Das ist nicht schlecht, also die hat auch eine ganz gute Auflösung. Also für eine, ich meine, natürlich keine Kameraqualität, aber ich meine, das ist eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, das Mikrofon, also ich bin erstaunt, wie gut das war. Also ich meine, dass es das Mikrofon war, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil die Tonspur war wirklich nicht mal halb so laut wie sonst. Plus, es hat sich halt echt anders angehört. Also ich habe tatsächlich wenig Unterschied gemerkt, deswegen bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Aber jetzt ist natürlich das andere wieder. Also ich habe es natürlich wieder umgestellt, habe keine Testaufnahme tatsächlich damit gemacht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ich meine, so wichtig war es mir jetzt dann nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht das andere Mikrofon. Und mein Headset kann es auch nicht sein, weil da ist das Mikrofon nach oben geklappt. Das heißt, es hätte noch viel leiser sein müssen. Also es hätte man eigentlich gar nicht hören können. Deswegen hätte da praktisch gar keine Tonspur hätte vorhanden sein können. Also so wirklich minimal leise. Und so leise war es ja nicht. Es war ja halb so laut. Aber halb so laut ist halt auch noch laut genug. Ja, da muss ich es halt einfach nur Lautstärke 100% erhöhen. Dann war es wie immer. Deswegen hat wahrscheinlich auch keiner was gemerkt. Aber es war schon irgendwie komisch. Aber wie gesagt, die Qualität war halt echt sau nice. Deswegen keine Ahnung. Ja, ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Mein Headset kann es nicht sein, weil das hört sich wirklich komplett anders an. Das Headset hört sich so an, als wäre ich in so einem ganz kleinen Raum irgendwie so. Also nicht so total komisch halt. Also einfach halt Headset-Qualität und keine Mikrofon-Qualität. Der Unterschied ist tatsächlich ziemlich gigantisch. Egal wie gut das Headset ist, du kriegst beim Headset niemals so eine gute Qualität wie beim richtigen Mikrofon. Aber ja, ist ja eigentlich auch egal. Nur ich fand's, keine Ahnung, irgendwie erwähnenswert. Vielleicht hat es ja doch einer gemerkt und du keiner was gesagt. Oder ich habe es auch noch nicht gesehen. Vielleicht hat auch noch jemand irgendwas geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mal wieder richtig angefressen. Fuckt mich momentan mal einfach wieder mega hart alles ab. Vor allem, wie ihr sicherlich wisst, ich habe nicht die größte Ahnung von Technik und es frustriert halt einen einfach nur richtig, wenn immer wieder ein neuer Scheiß ist, von dem du keine Ahnung hast, ja? Weil wenn wenigstens immer wieder der gleiche Fehler auftreten würde, wo du sagen könntest, okay, ich weiß, wie man das behebt oder so, aber nein, es ist jedes Mal wieder eine neue Scheiße, wo wirklich, es ergibt einfach keinen Sinn, ja? Also wie zum Beispiel mit den Frame Drops, ja? Einfach von heute auf morgen, gut. Beim Psy, die drei Exens, seit ich das jetzt mal offen hatte, ist es tatsächlich ein paar Wochen her. Aber es waren am Anfang nie Frame Drops. Und ich meine, der PC neu aufgesetzt heißt im Endeffekt alles gelöscht, neu drauf. Sprich, Leistung müsste besser sein, weil weniger drauf ist. Ich habe auch nicht mal mehr die Hälfte installiert, habe ich ja auch schon gesagt. Also ich habe nur meine 4, 5 Hauptspiele und meine paar Programme und zwei Browser drauf. Mehr ist da nicht drauf. Also die Festplatte ist nicht mal zum Viertel gefüllt. Von den Standardprogrammen, natürlich mit Render-Dateien und so, ist es ungefähr ja, 45% vielleicht gefühlt. Also es ist über 1 Terabyte frei, also festplattenmäßig ist jetzt alles sauber. Und Arbeitsspeicher, wie gesagt, ich habe niemals wieder zwei Spiele gleichzeitig offen gehabt, weil ich mir einfach gedacht habe, das tue ich mir nicht nochmal an, dass nicht nochmal die Festplatte freckt oder so. Wobei ich meine, es hat jetzt auch 2 Jahre gedauert, bis sie den Geist aufgegeben hat, aber ich meine, trotzdem, man muss es ja nicht noch beschleunigen, den Prozess. Von daher. Ja, keine Ahnung. Es müsste halt alles laufen, aber es läuft halt einfach nicht. Und das ist so frustrierend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist wirklich abnormal. Ich kenne niemanden, der so viele Scheißprobleme am Stück hat wie ich. Also wirklich. Es gibt Leute, die haben. Ich kenne einen, der hat seinen PC seit 7 Jahren. Der hat noch nicht einmal irgendwas geupgradet und der hat immer die gleichen Spiele gespielt wie ich und der hat immer genau die gleiche Performance gehabt wie ich. Und ich habe für meinen PC ungefähr das 10-fache rausgegeben, wie er für seinen. Und seiner ist immer noch da und der hat noch nicht 1 Cent investiert. Und ich habe jetzt schon neue Festplatte aufgerüstet. Gut, Maustastatur und sowas ist was anderes. Das hat jetzt nicht direkt mit dem PC zu tun. Aber trotzdem, ich meine, allein schon die Tatsache, dass ich nach 2 Jahren eine neue Festplatte gebraucht habe. Plus jetzt auch noch anscheinend, keine Ahnung, Arbeitsspeicher rumverreckt oder was weiß ich. Also Auslastung extrem hoch, ohne Gründe und so weiter und so fort. Also ich meine, das sind alles Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, keine Ahnung. Es, wie gesagt, es nervt einfach nur mega hart. Und ich meine, ich nerv euch jetzt damit genauso. Aber ich habe jetzt eigentlich eh nichts Besseres zu erzählen. Ich meine, wow, es ist dreifach XP-Event, das habt ihr alle schon mitbekommen. Spätestens morgen sollte es jeder mitbekommen haben, weil dann ist schon wieder zur Hälfte vorbei. Was traurig ist, weil dann ist das Wochenende auch schon wieder zur Hälfte vorbei. Naja, wobei um Samstag 9 Uhr ist das Wochenende nicht zur Hälfte vorbei. Aber wenn man sich das jetzt Samstagabend oder Samstagnachmittag anschaut, dann schon. So oder so ist es einfach nur momentan mega scheiße. Also fuckt mich echt hart ab, weil ich bin momentan eigentlich relativ motiviert hier, Live-mäßig und so. Ich spiele auch wieder extrem viel und will mehr Stuff machen und so weiter und so fort. Und dann kommen halt nur Probleme und das
Ja. Es zieht ja dann halt richtig runter, weil du hast so übelst Bock und dann geht's wieder nicht und dann... Da ist ja die ganze Motivation innerhalb von Sekunden komplett weg und du denkst dir einfach, fick doch alles, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Machst den PC lieber aus und gehst, keine Ahnung, in den Garten oder so. Also, ja, und das sag ich, ja, einer, der seit der 6. Klasse nichts anderes macht, als am PC zu hocken. Ja, also ich meine, das heißt schon was. Und das heißt schon richtig was, ey. Wenn ich das sage. Aber egal, muss man mit leben. Ist halt so. Ich meine, wenigstens sind die Framedrops, wie gesagt, nicht permanent. So alle, wie ich das jetzt so sehe, 30 Sekunden. Oder wenn ich irgendwie komisch rumjump oder so, dann kommen sie auch wieder. Aber es ist trotzdem... Also eigentlich sind die Framedrops jetzt so wie die Mikrofonaussetzer vorher. Wahrscheinlich sind jetzt auch wieder Mikrofonsetzer zeitgleich mit den Framedrops, Alter. Dann kriege ich einen Tobsuchtsanfall. Kaufst dir ein neues scheiß Mikrofon, das funktioniert dann auch wieder nicht nach 2 Wochen. Naja gut, okay, 2 Wochen, ich hab's jetzt schon seit ein paar Monaten. Aber es ist gefühlt einfach eine viel zu kurze Zeit, dass die Scheiße schon wieder rumspackt. Also, gerade geht's ja wieder und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, diese Scheißmeldung nie wieder sehen muss. USB-Gerät nicht richtig angeschlossen, ey. Vor allem, der Witz ist halt, diese Fehlermeldungen, ja, die geben dir halt einen Scheißtrick an Informationen. Ja, das zeigt einfach nur an, irgendwas ist nicht richtig. Überprüf einfach mal alles, ja, verschwend einfach mal einen halben Tag komplett mit Suchen und am Ende ist es nur eine Fehlermeldung, die eigentlich gar nichts zu bedeuten hat, weil sie einfach nur random irgendeinen Scheißtrick anzeigt, der gar nicht stimmt, ja. Es ist wirklich crazy. Es ist crazy. Egal. Ja. Ich wollte euch noch irgendwas erzählen, aber jetzt habe ich mich so sehr aufgeregt, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Den ganzen Scheiß mal hier vom Secret Drop Event reinballern, das ist eh noch Platzverschwendung im Inventar. Kann ja mal wenigstens die Quest-Items wieder aufheben, die sind nämlich gar nicht mal so wertlos. Beziehungsweise benutze ich sie wahrscheinlich eh selber. Apropos Quest-Items, welche Level? Ah ne, 67 muss ich sein. Oder habe ich die 65er schon abgegeben? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe alle Quest-Items gesammelt tatsächlich, also ich weiß ja nicht, ob ich das euch jemals gesagt habe, aber ich habe erst... Ich glaube, das war sogar jetzt so 65, ja doch. Also vor dem Level-Up irgendwann habe ich die mal alle abgegeben. Also, weil ich habe es vergessen tatsächlich gehabt, aber dass ich die alle gesammelt habe, aber dann ist mir wieder eingefallen. Ampere, Eldegard und... Nee, Garbage Tron hatte ich tatsächlich nicht genau, aber Ampere und Eldegard habe ich abgegeben. Also Gardeis und Ampere, also von Eldegards und Volt, habe ich tatsächlich noch abgegeben. Wollte ich off-screen machen, weil ich nicht wusste, ob ich vielleicht noch einfach so ein bisschen level und dann nicht noch Level-Up mache und dann... Ja, vergesse ich es wieder, deswegen hatte ich das, eigentlich war der Chauch, hätte der Chauch in der Stadt sein müssen, ich weiß nicht, wieso der wieder hier war. Ich meine, ich habe schon mal eine Folge, ja, vielleicht habe ich es euch dann schon erzählt. Alzheimer lässt wieder grüßen, ne. Ja, es sind einfach zu viele Dinge, die momentan abgehen. Kann man sich nicht alles merken, was man schon gesagt hat und was man nicht gesagt hat. Aber egal. Wem schadet es schon, wenn man Sachen doppelt erzählt? Mir sicher nicht. Naja. Oh, da haben wir noch was zum Aktivieren. Was bringt denn der Scheiß? Ich habe nicht mal drauf geschaut. Ah, wird natürlich nicht angezeigt. Ja, ich gehe aber nicht drüber, sonst kriege ich wieder einen Ghost-DC. Sollte mich auch mal wieder buffen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Brain AFK vom Allerfeinsten. So. Ja, wir werden dann auch mal zu höheren Mobs gehen. Das Problem ist nur, dass Carrier-Bombs haben nicht den geilsten Spawn. Also eigentlich ist der Spawn von Greenmorgen... Na ja, gut, um ehrlich zu sein, ist jetzt auch nicht so geil, aber die Mobs sind relativ dicht beieinander und ohne jetzt irgendwie so behinderte Wagen oder Schienen oder so, wo du dran hängen bleiben kannst oder wo du nicht angreifen kannst wegen Hindernissen, deswegen ist es hier ganz okay, auch wenn die Mobs jetzt wirklich nicht zu nah beieinander sind. Das sind immer so ein paar auf dem Haufen, aber der nächste Haufen ist dann schon wieder ein ganzes Stück weg. Von daher ist es jetzt nicht optimal, aber besser als Carrier Bombs, sage ich mal. Vor allem, da läuft der Giant auch immer rum und ich habe auch keinen Bock, den jedes Mal zu killen, auch wenn ich es könnte, weil erstens mal dauert es 100 Jahre und zweitens mal ist mir jetzt vor allem beim 3-fach XP-Wind eher am Leveln interessiert. Auch wenn ich jetzt nicht in der vollen Party bin, ich weiß es nicht optimal. Also der Ranger, der lief einfach nicht. Holy shit, ich nehme jetzt schon 19 Minuten auf und der lief einfach nicht, ey. Holy moly. Ich krieg die Party niemals wieder. Außer ich komme mit Ranger online. Was ich dann jetzt auch dann wieder tun werde. Aber ja. Trotzdem, wie gesagt, muss ich da mal schauen, weil ich weiß nicht, wo wir dann leveln werden, weil... Ich meine, Astria wäre natürlich die, ja, klügste Methode, sag ich jetzt mal, aber... Eigentlich habe ich auf Astria nicht so viel Lust, weil... Ich weiß, dass ich mit dem Giant... Warte, Restron, nicht Restcon.
dass ich mit dem Chai ja nicht so viel spiele. Also ab und zu mal ein Ründchen. Also ich meine, er macht mir schon Spaß und so. Ich habe extra nicht so extrem viel Geld investiert, weil ich ja wusste, dass ich jetzt nicht so übertrieben viel spielen werde. Also immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen oder eben auch einfach privat ein bisschen zu zöckeln, ist er schon ganz nice. Also in der letzten Zeit habe ich ihn nicht mehr angefasst, weil ich jetzt mit dem Ranger so übertrieben viel farme, weil ich einfach mein Equip verbessern will. Und ich meine, dafür braucht man einfach extrem viel Geld und das Geld kriegst du halt nicht geschenkt. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal ein bisschen im Regen stehen lassen sozusagen. Aber ja, ich meine, seit ich ja weiß, dass ich den Ranger jederzeit spielen kann, wegen dem Soul Staffier Set, das wir jetzt haben, mit der MP-Regeneration nach dem Mobkill für die Spirit Bomb, ist es halt einfach, ja, ich meine, muss ich ihn halt nicht wirklich spielen, weil ich muss ihn ja nicht auf ein Level bringen, um irgendwas zu beweisen oder was heißt beweisen, um irgendwas auszuprobieren oder zu wissen, muss ich ihn wieder quitten, weil er gar nicht spielbar ist oder sowas, sondern funktioniert alles, deswegen war das jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr sorglos. Genau. Aber die XP ist trotzdem ziemlich gut, also dafür, dass die Party leer ist und auf Level, also sie ist ja nicht mal auf Schaden. Es sind jetzt schon über 20 Minuten, der lief einfach nicht. Also ich weiß nicht, was ist denn da bitte das Ding, dass die automatisch liefen? Also wenn ich Party-Lead bin und irgendeiner geht in meiner Party offline, dann kommt mir das immer so vor, als wären das gerade mal 5 Minuten, ne? Bis ich einen neuen Füller habe, dauert es dann wieder eine halbe Stunde oder so. Und die liefen dann immer schon nach so kurzer Zeit. Aber ja, jetzt natürlich, wenn ich will, dass der lieft oder die lieft, passiert natürlich nichts, ne? Immer dasselbe. Ja. Aber wie gesagt, bei Mars Critic ist das Problem, dass wenn ich nicht so viel spiele, lohnt sich halt nicht, vor allem nicht 7 Tage und einen Tag schon erst gar nicht, weil das Ding ist mit Eintag-Tickets ist halt so, die sind wesentlich teurer und auch eigentlich seltener, weil aus den Gold-Packages kriegst du ja 7-Tag-Tickets. Ich weiß gar nicht, woher kriegt man überhaupt noch Eintag-Tickets? Das sind eigentlich eh so Relikte aus der Vergangenheit, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand Eintag-Tickets aus dem Cash-Shop kauft, falls überhaupt jemand Asra-Tickets aus dem Cash-Shop kauft. Also gut, okay, von Restbeträgen, die man jetzt hat, also wenn man jetzt noch 50 V-Coins übrig hat oder so, okay, kauft man sich 5. Naja, 5 ist schlecht bekommen, aber 2 Eintag-Tickets oder vielleicht auch nur 1. 27 kosten die, glaube ich, oder so, V-Coins. Naja, aber ich glaube ein bisschen mehr, 42 oder so. Ja, aber egal. Jedenfalls, wisst ihr schon, was ich meine, also von Restbeträgen mal okay, sehe ich schon ein. Oder bei 30% Aktion vielleicht, dass man sich ein bisschen aufstockt. Aber dann würde man sich ja eher auch 7 und 15 Tage kosten, weil die sind ja im Schnitt billiger. Und ja. Ich meine, wer benutzt wirklich Eintag-Tickets? Weil ich meine, Eintag ist ja in der Regel nicht nach Astria, also du machst jetzt wirklich von 60 auf Master, 120 Instant mit 5 QMs oder so. Dann vielleicht, aber wie viele Leute machen das schon? Von daher halte ich das mal für relativ unwahrscheinlich. Deswegen keine Ahnung, wer die Eintag-Tickets kaufen. Aber vielleicht gibt es sie auch immer wieder bei Events und ich habe es noch nie mitbekommen. Keine Ahnung. Aber ich habe auch noch ein paar tatsächlich. Ich habe nämlich einen Char mit so vielen Tickets. Der hat nur Tickets, der Char. Tickets und so Hearts Candies oder wie die heißen, diese 10.000 Food Dinger ohne Cooldown. Oder naja gut, die haben schon Cooldown, aber extrem kurzen. Genau, da habe ich extra einen Char angelegt dafür. Aber ja, wie gesagt, ich benutze die selber kaum, weil wenn ich schon Astrid Tickets benutze, mache ich immer 7 Tage, weil ich denke mir, ich meine natürlich, ich denke mir jetzt, ich level jetzt vielleicht 3 Stunden oder so, warum 7 Tage? Aber dann denke ich mir halt, ja okay, ich weiß aber nicht, wie ich in 2 Tagen darüber denke. Vielleicht habe ich in 2 Tagen wieder Bock und muss wieder ein Ticket einlösen und kann ich auch gleich ein 7-Tage-Ticket benutzen. Vor allem, wenn ich es eh rumliegen habe. Ne? Warum die Ein-Tages-Tickets verschwinden? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber die XP ist echt nice. Also das ist schon ganz cool und mit dem Drop-Event ist mir jetzt auch klar, also das hat das Secret Drop Event sozusagen abgelöst, wobei ich auch sagen muss, dass ich das irgendwie ziemlich eine Schweinerei finde, weil die haben, also beziehungsweise wurde mir so gesagt, ja, ob es jetzt wieder so stimmt, ich meine, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeprüft, ich vertraue da einfach, dass mir kein Mist erzählt wird, ich bin mir da relativ zuversichtlich und eigentlich ergibt es auch Sinn, also Level Up und Secret Drop Event, dass nicht eins von beiden noch weitergelaufen ist, ist ganz klar, die laufen immer nur zusammen, also wenn eins beendet wird, werden beide beendet. Habe ich ja auch schon gesagt, es war noch nie, dass eins alleine gelaufen ist. Wobei es stimmt tatsächlich gar nicht mal. Ich glaube, Secret Drop Event lief schon mal alleine. Ziemlich sicher sogar. Aber das Level Up Event lief noch nie alleine. Das lief immer mit dem Secret Drop Event zusammen. Das gibt es ja auch noch nicht so lange, das Level Up Event. Das ist ja, glaube ich, so eine 2015er Erfindung. Oder vielleicht 2014 schon. Kann auch sein. Vielleicht 2014 schon. Auf jeden Fall noch nicht so lange. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht war es auch irgendwo, als ich mal eine Pause hatte vom Spiel. Vielleicht gab es es da auch schon, aber es wäre mir jetzt neu.
Übrigens, die Frame Drops sind zurückgegangen, sie passieren wesentlich. Ja, kommt wieder einer. Sobald es erwähnt, kommt wieder einer. Fick dich, ey. Scheiße. Naja. Zwei Oris hintereinander, easy. Naja, jedenfalls hat es halt im Endeffekt einfach die Events abgelöst sozusagen, weil sich Spieler beschwert haben, dass die zu lange gehen und dass die so unprofitabel sind und so und dass sie so scheiße zum Farmen sind und so. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, what the fuck, also wer wirklich weiß, wie man diese Events ausnutzt, das ist Level-Up-Event jetzt vielleicht weniger, also gut mit dem BCOA-Clock, den man sich holen kann, wenn man auf 150 hochlevelt, weil zwischen 140 und 150 kriegst du die Boxen, wo der drin sein kann. Zwar seengebunden, aber der Clock ist 60 Milliarden wert, ob er jetzt seengebunden oder nicht ist, ist mir scheißegal. Wenn ich ihn auf meinem Manager habe, will ich ihn ja eh da benutzen, von daher ist mir das doch vollkommen wurscht, ob der gebunden ist oder nicht. Aber ja, okay, beim Level-Up-Event würde ich es noch irgendwo verstehen, dass da vor allem die High-Level-Spieler halt ein bisschen pisst sind. Ich meine, es gibt nicht wirklich Sachen, die sich für sie lohnen. Und selbst wenn man was Gutes bekommt, kann man es nicht verkaufen. Stimmt schon. Aber für die Low-Level-Spieler ist das Level-Up-Event sau nice. Plus das Secret-Drop-Event. Ich verstehe nicht, wer darüber mad ist, weil du droppst Power-Ups, du droppst Blink-Wings, die es sonst gar nicht gibt. Die gibt es eigentlich nur beim Secret-Drop-Event, diese Darkon 3 Blink-Wings und so. Zumindest aktuell. Und ja, die ganzen Power-Ups für die GW-Spieler, die können sich darüber auch schlecht beschweren, denke ich mal, weil es gibt extrem billige Power-Ups, die man sonst auch nicht so billig bekommt. Und zum Beispiel diese Eggs und so, die gibt es nur beim Oster-Event, das dieses Jahr nicht mal war. Also all solche Sachen, ich meine, ich verstehe nicht, wer sich darüber beschwert. Und vor allem die ganzen High-Level-Spieler, also die, was heißt High-Level-Spieler, die Leute, die das Secret-Drop-Event gut ausnutzen, das sind ja Leute, die genau, die schauen sich alle Mob-Gruppen an, schauen, wer droppt was, ja, und dann farmen sie diese Boxen, wo 50 oder 30 Kansas drin sind und G-Spross und so, und die machen ein Heidengeld mit dem Event, stehen mitten in der Nacht auf und farmen diese Mobs tot, wenn Reset ist vom Drop-Event, also die machen damit so abnormal viel Kohle, also ich weiß echt nicht beim besten Willen, wer sich darüber beschwert hat, also ohne Scheiß. Und vor allem, der Witz ist halt, seit wann hört Websin auf die Spieler, also jetzt mal ohne Scheiß, das habe ich noch nie gehört, dass Websin wegen Spielerbeschwerden ein Event beendet. Holy shit, ey. Ich habe mich schon so oft beschwert und die haben noch nie was gemacht. Also, ich meine, gut, ich habe mich nur in einem Video beschwert und die schauen sich meine Videos eh nicht an. Aber, ja. Von daher, keine Ahnung. Also, ich wüsste echt mal gern, wer sich... Vor allem, es kann doch nicht sein, dass einer gesagt hat, ja, das ist scheiße, beendet mal das Event oder so. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Es müssen ja dann schon extrem viele Leute gewesen sein, die da irgendwie Support-Tickets geschrieben haben oder im Forum Piccolo zugespammt haben, was weiß ich. Keine Ahnung, aber ich finde es schon ein bisschen witzig, dass sie darauf echt reagiert haben und das wirklich deswegen gemacht haben. Vor allem Doppel-Drop-Event, ich verstehe den Unterschied halt nicht. Das ist total unverhältnismäßig, weil ich meine, Single-Drop-Event gibt sicherlich mehr Kohle als ein Doppel-Drop-Event, weil ein Doppel-Drop-Event verändert ja eigentlich an sich nichts. Du droppst keine anderen Sachen. Natürlich für Dungeon-Farmer, vor allem krassere Dungeon-Farmer als ich, die mit einem Tank alle Dungeons farmen, die es gibt, ja. Die machen einen Run und wenn sie damit fertig sind, sind 2 Stunden vergangen und starten direkt den nächsten Run, weil die Cooldowns schon wieder weg sind sozusagen von den ersten Dungeons. Also die starten da voll durch bei solchen Events, schon klar. Aber ich sag jetzt mal so, der Großteil der Spieler, vor allem alles unter Hero oder alles ohne Tanks und so, die gucken bei so einem Event jetzt nicht in die Röhre, die droppen ja auch doppelt, aber ja, ich meine, ob du jetzt doppelt Z-Teile drops, ist jetzt nicht so heftig. Ich habe tatsächlich kein Ghost-DC bekommen, obwohl ich drüber gekommen bin. Ja, also, keine Ahnung. Das Secret-Drop-Event an sich ist die Kohle wohl vor allem, wie gesagt, halt im niedrigeren Bereich auf jeden Fall höher. Und da sollten die Beschwerden wesentlich niedriger sein als bei einem Doppel-Drop-Event. Eigentlich wäre die Logik viel anders, dass sie eher sich über das Doppel-Drop-Event beschweren, weil dann wieder alle sagen, oh ja, die Preise droppen wieder, oh, alles droppt doppelt, oh, die Waffen werden wieder so kommen und sind nichts mehr wert und oh, ist das scheiße. Das wird mir viel mehr Sinn ergeben als sowas. Also, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht stimmt es ja auch, wie gesagt, nicht. Vielleicht, wie gesagt, stimmt das ja so auch wieder nicht. Aber es ist trotzdem einfach nur komisch. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ja, die Frame Drops fucken, glaube ich, nur noch jeden ab. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, weil es ergibt halt keinen Sinn. Ja, sowas wie XCS Admin starten. Danke für den Tipp. Das ist auch so ein Running Gag geworden. Ne? Also ich, meistens ist es ja leider kein Scherz, aber das ist einfach komplett useless, weil das am Programm
an sich nichts verändert und vor allem, es kann ja nicht an Flyve wegen, weil das Ding ist halt, wenn ich dreimal Flyve offen habe, ich kann fünfmal Flyve offen, ich kann sechsmal Flyve offen haben und merke gar nichts, ja. Also sobald ich irgendwas anderes noch mit offen habe, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es wirklich auch an Flyve, ich weiß es nicht, dass die Echse irgendwie so ist, dass, also es ist ja egal, was ich dann offen habe, ja. Ob es jetzt die Aufnahme oder der Browser ist, sobald was anderes mitläuft, irgendwas halbwegs Großes, ja, also so ganz kleine Sachen, so wirklich so Hintergrundprogramme oder so Standardsachen, so Antivirenprogramme, das sind so kleine Sachen, die immer offen sind, die, wenn du da jetzt nicht irgendwas drin machst, die wirklich minimale Verbrauchszahlen haben, ist nichts. Also bei irgendwas läuft, das minimal über 1% Arbeitsspeicher oder CPU-Auslastung ist, ist sofort weg. Also das geht nichts mehr. Also das ist total komisch. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass echt dann Flyve liegt, aber dann wird es keinen Sinn machen, dass es früher nie so war und jetzt schon. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich keinen Bock drüber nachzudenken, weil es einfach noch mega der Scheißdreck ist und mich einfach noch mega hart abfuckt. Aber egal. Ganze Blinkwings könnte ich eigentlich auch wegwerfen. Ja, Darkon 1 werde ich tatsächlich mal aufheben. Darkon 1 und Dekans Minus E, fast das gleiche. Darkon 3 hauen wir weg. Genau. Haben auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Aber ist auch scheißegal, ist der Müll, der man hier droppt. Ist eh useless und mit dem Doppel-Drop-Event droppt man so viel von dem Müll, dass das Inventar je nach zwei Mobs voll ist. Also, naja. Egal. Trotzdem jetzt danke fürs Einschalten. Sorry fürs Zutexten. Aber naja, ist halt einfach so. Wir haben uns fast ein komplettes Level gemacht in einer halben Stunde ohne volle Party. Ist der Ranger. Der ist immer noch drin. Vor allem, ich bin offline gegangen. Ich bin ja schon vor der Aufnahme mit dem hier on gewesen. Da war der Ranger auch schon offline. Also es sind jetzt mindestens fast, es sind knapp 40 Minuten jetzt und der Ranger lief da einfach nicht die Party. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das habe ich noch nie erlebt, dass der so lange in der Party ist offline. Vielleicht ist es ein Bug, weil ich meine, der kann ja auch eigentlich nicht Leader sein. Vielleicht droppt er auch nicht raus, weil er Leader ist. Das könnte natürlich auch sein. Das ist so, der Bug verzweigt sich mit einem anderen Bug und erzeugt einen Super-Mega-Ultra-Bug, was weiß ich. Aber irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, weil es ist mega strange, dass der 30 Minuten lang in der Party ist offline. Das ist total komisch. Und dass er gleichzeitig damit noch Leader ist, ist natürlich noch komischer. Egal, jetzt aber wie gesagt, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.